Leute, weiter geht's bei Pokémon Platin. Was muss ich da sehen? Shit, Kratos 2.0 und Flame sind nicht mehr da. Okay, das scheint der vierte zu sein. Der Top 4. Scheiße nochmal. Okay, dann kommt schon der Champ. Und den Champ würde ich gerne mit Hootie und Lily machen. Denke ich mal, ja. Und was ich auch noch gerne tun möchte ist... Nee, halt, was... Nee, Moment, Moment. Kratos und Flea, was habt ihr für Items? Eisentafel und Münzamulett, okay. Uninteressant. Aber ich möchte gerne Lily ein anderes Item geben. Und zwar eines, das Kratos 2.0 bis vor kurzem getragen hat. Und zwar ist das... Da, Pudersand. Ich denke, es ist besser, wenn Lilys Erdbeben aufgepusht wird, statt ihres Eistrahls. Und dann gehen wir weiter. Wisst ihr, wer der Champ ist? Ich weiß es leider ganz genau. Und Becky weiß es auch. Sie haben sich schon mal getroffen und auch schon miteinander gesprochen und ja. Es ist die gute Cynthia. Wie geht es voran? Danke für alles am Kraterberg und für alles in der Zerrwelt. Ich bin dir äußerst dankbar. Ja gut, wenn du mir so dankbar bist, dann könnten wir doch den Kampf verschieben und ein bisschen, ne? Du weißt schon, ich bin eine Frau, du bist eine Frau, also wir könnten... Wie? Nicht? Okay, dann nicht. Du hast mit deinen Pokémon alle Hindernisse überwunden. Auch die härtesten waren für euch kein Problem. Das bedeutet, dass du auch über deine eigene Schwäche triumphiert hast. Die Fähigkeiten, die du erlernt hast, ich spüre förmlich deine Ausstrahlung. Doch genug geredet. Lass uns kämpfen, deshalb bist du doch hier, oder? Als Champ der Pokémon-Liga nehme ich hiermit deine Herausforderung an. Puh. Leute, ich habe Angst. Der Kampf gegen Cynthia. Aber ich habe eine Taktik, Leute. Ihr glaubt es vielleicht nicht, aber ich habe eine Taktik. Sie ist lame, aber ich muss sie so machen. Und zwar werde ich mit diesem ganzen X-Zeugs arbeiten müssen. Weil, ja, Lily und Hootie ist, glaube ich, unser bestes Pärchen. Also das Ausgewogenste, könnte man sagen, gegen diesen... Trainer, habe ich schon mal... beinahe gesagt. Gegen Cynthias Pokémon halt. Aber ich glaube, da sind schon ein paar Pokémon dabei, die Lily doch sehr guten Schaden zufügen würden. Aber ich glaube, solange Kryptok hier ist, kann ich es riskieren, Lily ein bisschen zu boosten. Ja. Ist allgemein, glaube ich, die beste Lösung, die ich bereit habe. Ja. Alles noch in Ordnung. Sehr gut. Dann muss ich aber Lily heilen. Mit dem Hypertrank am besten, ja. Ah, warum Kratos und Flame? Beziehungsweise Kratos 2.0 und Flame. Ah, Flame war so lange dabei. Und Lily und sein neuestes Mitglied muss hier alleine gegen Cynthia kämpfen. Nee, bestimmt nicht komplett alleine. Hootie wird auch mitkämpfen, aber... Ne? Dann werde ich ihm noch... Ja, X-Tempo geben. Und dann am besten noch den Angriff stärken. Ja, Finsteraura ist mir dann... Ja, extrem lieb. Kann nicht viel passieren. X-Angriff, ja. Ich denke, ich sollte Lily alles geben, was wir haben. Aber das Blöde ist, sobald ich dann auf Lily auf Hootie wechseln muss, sind die ganzen Effekte ja wieder weg. Und das ist so ein bisschen ein Problem, versteht ihr? Hebgenauigkeit. Nee, das möchte ich mir für Hootie aufbewahren. Spezialang, nee. Hebvolltrefferquote, das gebe ich auch gleich Lily. Könnte man das theoretisch mehrmals einsetzen? Würde das was bringen, Leute? Ich weiß es nicht. Nein, nicht der Spukball. Nicht der Spukball. Oh gut, das Problem bei Spukball ist ja, dass die Spezialverteidigung gesenkt werden kann. Und da ich jetzt hier so mit dem Boosten beschäftigt bin, wäre das nicht gut. So, ich möchte Lily jetzt noch einmal Spezialverteidigung geben und einmal Angriff. Und dann ist es, glaube ich, alles in Ordnung. Nein, nicht Spukball! Fick dich! Nicht meine Werte senken. Gut. Also nochmal das hier. Und dann habe ich es nur noch einmal. Das ist ein Problem. Das könnte ich natürlich auch gleich noch tun. Nicht der Spukball, habe ich gesagt.
nicht meine Werte senken. Danke. Na komm, wir lassen das. Und... Nee, hä? Ich treffe. Hä? Genau, hä? Habe ich schon einen Angriffsplus gegeben? Ist nur für Volltreffer. Egal, komm. Es reicht, wir greifen an. Erdbeben! Stirb, du Mistvieh! Komm schon. Und gleich der Volltreffer, super. Okay, okay, okay. Was kommt als nächstes? Lucario! Oh, du Drecksvieh! Okay, ich denke, Leute, ich denke, ich bin jetzt schneller. Und ich kann es wahr... Oh Gott, Level 60. Ich bin jetzt schneller, oder? Und kann das Erdbeben einsetzen. Ja, es ist schneller. Und... Ich denke mal, das Erdbeben wird das Vieh besiegen, oder? Ich hoffe doch sehr. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Komm schon. Yes! War nicht mein Volltreffer. Yes! Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Okay, okay. Ein Gott, ein Milotic. Verkacktes Milotic. Ich denke mal, weil ich Angst vor dem Vieh habe, werde ich Lilly noch das letzte Spezialverteidigungsding geben. Nicht, dass jetzt irgendwie eine starke Wasserattacke kommt oder irgendwie sowas. Das wäre jetzt fatal. So, ja, zum Beispiel sowas. Zum Beispiel sowas. Ja, es wird mir dann ein bisschen zu gefährlich. Wird mir ein bisschen zu gefährlich. Heilung. Habe ich noch viel AP für Erdbeben? Muss ich gleich mal nachsehen. So, wieder geheilt. Ja, wir haben jetzt eine Ultra-Kampfmaschine hier. Lilly wurde zum Panzer. Okay, du machst uns wie viel Schaden genau? Zu viel eigentlich. Noch fünfmal Erdbeben. Gut, sehen wir mal zu, was das Erdbeben hier reißen kann. Wisst ihr, was ich auch noch tun sollte? Falls ich es jetzt nicht besiege. Habe ich irgendetwas gegen Volltreffer? Oh, es reicht natürlich genau nicht. Fick dich. Habe ich irgendetwas gegen Volltreffer? Ich meine, sobald ein Crit kommt vom Gegner, dann bringt mir das auch nichts mehr, dass wir es so dermaßen geboostet haben. Statusveränderungen. Ich treffe exakt. Shit, das bringt nichts. Scheiße. Okay, erstmal den Hypertrank. Weil Cynthia halt ihr Milotic bestimmt jetzt. Bin ich mir ziemlich sicher. Und dann kann ich nochmal angreifen. Und dann funktioniert es vielleicht, dass das Erdbeben ein One-Hit-KO wird. Ja, Top-Genesung. Leute, ich glaube, das ist erst das dritte Pokémon, oder? Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Was tue ich da? Shit. Erdbeben! Lilly, hau das Kackvieh weg. Hau es weg. Na? Na, reicht es dieses Mal? Yes, dieses Mal reicht's. Aber einen Volltreffer würde ich gerne wieder mal sehen, Lilly. Wäre cool. Okay, als nächstes kommt ein. Seht ihr, das meine ich jetzt. Ich würde jetzt gern auswechseln, versteht ihr? Auf Huti. Aber ich bleib drin. Weil ansonsten werden die ganzen Boosts für nix. Und ich denke, Lilly ist bestimmt schneller und kann mit dem Eistrahl... Shit, die Spezialangriffswerte habe ich nicht steigen lassen. Scheiße. Aber ich hoffe, in dieser einen Runde kann das Vieh nicht allzu viel tun. Energieball! Oh oh. Könnte wehtun. Ja, okay, es geht. Es geht. Was? Spezialverteidigung. Oh nein, Spezialverteidigung sinkt wieder. Okay, schnell das Vieh aus dem Weg schaffen. Aber ganz schnell. So, perfekt. Wunderbar. Nummer 4 war das. Ein Togekiss. Ich glaube, da bleibe ich auch drin. Und versuche nochmal mit dem Eistrahl was reißen zu können. Eistrahl. So, du bist Nummer 5. Ich weiß genau, welches Pokémon Nummer 6 ist. Wisst ihr es auch? Shit, nicht mal die Hälfte. Au, das... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt echt ein Problem, vermutlich. Hm, zu viel Schaden. Zu viel Schaden. Nichts riskieren. Heilen. Ja, das letzte Pokémon. Wisst ihr, wer es ist?
nicht. Oh, doch, ihr wisst es. Aber ich denke, wenn ich jetzt Lilly hier durchbringe gegen Togekiss, dann sollte es klappen. Ich denke, dann sollte... Nein, was tue ich da? Mich jetzt nicht verklicken, das wäre jetzt fatal. Komm schon, Lilly. Der Eisstrahl ist doch stark genug, um das Vieh vom Himmel zu holen. Ansonsten wird es wieder geheilt und dann ist auch scheiße. Komm schon. Ah, es reicht leider nicht. Ah, es ist nicht mal vereist. Kacke. Okay. Wirst du geheilt oder wirst du nicht geheilt? Natürlich wirst du geheilt. Fick dich. Oh, Cynthia, komm schon. Macht Lilly halt doch alles alleine hier im Kampf gegen Cynthia. Aber Huti, ich bin froh, dass du da bist in der Hinterhand. Für den Fall der Fälle. Oh, du bist vereist. Hahaha, fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich. So, Lilly heilen. Und hoffen, dass das Vieh nicht gleich wieder auftaucht, ja? Das fände ich dann ein bisschen kacke. Habe ich noch irgendwas, das ich Lilly geben könnte? Eingefroren, ja. Ja, ich würde definitiv gerne den Spezialangriff auch noch aufpushen. Wegen dem Eistrahl. Weil der wird beim nächsten Pokémon sehr, sehr wichtig werden. Beziehungsweise hier ist es schon wichtig. Aber... Nee, komm, ich denke, wir können es riskieren. Nun dürfte der Eisstrahl stark genug sein, um Togekiss zu besiegen. Und dann hat Lilly volle KP für das letzte Pokémon. So, gut gemacht, Lilly. Wow, Lilly, du bist super. Ich hätte nicht gedacht, dass du jetzt gegen Cynthia alleine kämpfst. So, das letzte Pokémon. Knackrack. Könnte ich eigentlich auch auf Huti wechseln wegen dem Erdbeben, aber... Nein. Lilly hat es sich verdient, auch diesen Kampf zu versuchen. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so in die Ecke gedrängt worden zu sein. Okay, Lilly. Es ist jetzt sehr wichtig, dass dein Eisstrahl trifft. Los geht's. Drückt Lilly die Daumen. Ja, mehr als die Hälfte war gut. Reicht es? Yes! Yes! Danke, Lilly! Oh, super! Yes! Leute, wir haben's. Ja, zugeben, es war jetzt ein bisschen lame Taktik vielleicht, aber... Ey, ist eine vom Spiel gegebene Möglichkeit. Oh, super. Vor ein paar Minuten warst du nur der stärkste Herausforderer und jetzt bist du bereits der stärkste aller Trainer. Du bist unser neuer Champ. Und als neuer Champ erfülle ich dir alle Wünsche, Becky. Deswegen wurde es jetzt gerade dunkel. Und ungefähr ein paar Stunden später geht es so weiter. Das war ausgezeichnet. Ein wirklich unglaublicher Kampf. Ja, sprichst du jetzt von unserem Pokémon-Kampf oder von dem, was wir eben nicht gesehen haben? Egal. Du hast die Stärken deiner Pokémon optimal ausgespielt. Toll. Du hast sie mit ruhiger und fester Hand zum Sieg geführt. Leidenschaft und kalkuliertes Handeln bilden bei dir eine ideale Kombination. Deine Pokémon können mit dir an der Seite alle Hindernisse überwinden. Diesen Eindruck habe ich bei unserem Kampf gewonnen. Ich bin stolz, bei der Krönung des neuen Champs von Sinnoh dabei zu sein. Komm, nimm den Aufzug. Kommst du mit? Nimmst du mich an der Hand? Nö, tust du nicht. Puh, ja, ich war mir sicher, dass dieses X-Zeug, das ich vor langer Zeit gekauft habe, mal noch wichtig sein wird. Und das war jetzt definitiv der Fall. Gut, warum kommt Cynthia eigentlich nicht mit? Doch, sie kommt mit. Wollte schon sagen. Der Raum da drüben ist die Ruhmeshalle. Oh! Du kommst auch noch angetrabt, super. Ja, Becky, dein letzter Kampf war hervorragend. Naja, es geht. Oh, guten Tag, Professor Eibe. Hm, ein Kind, dem ich das Pokédex-Projekt anvertraut habe, kommt so weit. Da ist es selbstverständlich, dass ich Zeuge seines Ruhmes werden möchte. Becky, ich sollte dich nicht mehr Kind nennen. Du bist ein wahrer Champ. Professor, Sie genießen immer noch den Enthusiasmus, den Kinder in Ihre Forschung bringen, nicht wahr? Becky, hier entlang bitte. Professor Eibe, kommen Sie bitte auch mit. Was? Dieser Raum ist nur für Champions. Professor Eibe darf nicht mitkommen eigentlich. Oh, verdammt. Lange ist es her, dass ich diesen Raum betreten habe. Zuletzt war ich in diesem Raum, als ich zum Champ gekrönt wurde. Das ist auch schon ein gutes Weilchen her. Becky, willkommen in der Ruhmeshalle. Eure Namen werden hier für die Nachwelt festgehalten.
Hier verewigst du die Erinnerungen an eure bisherigen Abenteuer. Wir werden nun eure Namen eintragen. Deinen und die deiner Pokémon. Vergiss nicht, deine Pokémon sind deine Partner. Zusammen seid ihr in zahlreichen Kämpfen zu dem herangewachsen, was ihr seid. Diese Maschine nimmt einen permanenten Eindruck eurer Errungenschaften vor. Ja, mit dem unbesiegbaren Lilly haben wir es geschafft. Aber ich habe trotzdem ein bisschen geschwitzt, ganz im Ernst. Willkommen in der Ruhmeshalle, Lilly! Oh ja. Willkommen in der Ruhmeshalle, Huti! Kratos 2.0. Du bist auch in der Ruhmeshalle, aber leider müssen wir dich ablegen gehen. Auch dasselbe gilt für dich, Flame. Vielen Dank, aber auch du hast es leider nicht geschafft. Donald! Du bist schon sehr lange dabei und konntest es zum Champ schaffen. Und Cesaru, auch du. Vielen Dank für alles und willkommen in der Pokémon-Liga als Champion-Pokémon. Oh, seht euch das an. Ich denke mal, ich nehme das als Thumbnail oder so. Naja, mal sehen. Gut, knapp 70 Stunden gespielt. Liegt auch am Training und so weiter, nicht wahr? Aber, ja, nicht wahr? Ist schon gut so. Kann ich was drücken eigentlich? Ja, kann ich. Okay, es speichert. Sehr schön. Und dann kommt jetzt bestimmt noch der Abspann, oder? Ich hoffe doch. Speichern dauert jetzt verdammt lange. Dauert sehr lange. War das früher echt so, dass das so lange gedauert hat? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich meine, heutzutage bei X und Y und Omega Rubin und Alpha Saphir, ich meine, dann klickst du auf Speichern, dann macht es zack und es wird bereits gespeichert und du kannst weiterspielen. Aber hier? Okay, jetzt hat's gepasst. Oh, und ein wunderschönes Bild. Ja, Leute, das war Pokémon Platin. Eigentlich, aber natürlich geht es noch weiter. Es gibt noch einige Dinge, die wir tun können, Shana und ich, und die werden wir selbstverständlich auch noch machen. Und ich denke, das Letzte, was wir dann machen, ist Palkia und Dialga fangen. Zuvor alles andere, was man tun kann, und dann zum Schluss die beiden. Wobei, ich glaube, Selfe ist das Pokémon, das wandert, glaube ich, oder? Oh, ein Driftlorn, wie süß. Ja, ich glaube, Selfe ist das Vieh, das wandert, dass man wirklich... Ja klar, man kann es auf der Karte sehen mit einem gewissen Poketch-Gadget, keine Ahnung. Aber es gehört dann auch ein Stück weit Glück dazu. Was sollte ich sagen? Ja, dass man dann auch wirklich auf es trifft. Da muss man es auch noch fangen, weil ich glaube, es kann ja flüchten. Und wir haben kein Pokémon mit Horrorblick oder sowas. Das ist ein bisschen ein Problem. Weil wir können ja nicht einfach ein Pokémon austauschen. Doch, für das könnten wir es ja tun. Wir haben das Spiel quasi durch, wir könnten jetzt die Regeln anpassen, aber... ja, ich glaube nicht. Aber was wir tun können, ist zum Beispiel Cresselia betrachten. Das ist ja auch so ein Pokémon, das random auftaucht, heißt das Wort, verdammt nochmal. Ich habe Probleme gerade. Was können wir sonst noch machen? Arctos, Zapdos und Lavados, die kommen ja, glaube ich, auch random teilweise irgendwo. Und was können wir sonst noch tun? Wir könnten zum Beispiel noch, lasst mich überlegen. Ich weiß gar nicht, was könnten wir noch tun? In Blitzer steht noch ein Schiff, mit dem wir jetzt vermutlich fahren könnten. Glaube ich. Ich weiß aber nicht, wo das hinführt. Ja, viel mehr fällt mir im Moment nicht ein, aber das werde ich dann mit Shana anschauen, was es zu tun gibt. Aber ich denke, bis der Abspann hier zu Ende ist, kann ich anschließend nicht mehr viel tun. Aber ich möchte ihn doch drin lassen, weil ich finde, das gehört ein kleines bisschen dazu. Auch wenn sich niemand den Abspann ansieht. Ja, ist auch bei Filmen so. Aber trotzdem, ich würde ihn gerne drin belassen. Oh mein Gott, ja Leute. Sind ja. Ja, Roserade hätte ich theoretisch mit Huti besiegen können. Und ich glaube auch Knackrack hätte ich mit Huti versucht, wenn ich Lilly nicht so brutal geboostet hätte. Es wäre schade gewesen um all den tollen Boost, den Lilly da gekriegt hat. Besonders der Initiativboost, der war wichtig, um schneller zu sein bei Knackrack und Roselia. Ja, das größte Problem war... ja gut, es wurde zwar One-Hit besiegt, glaube ich, oder habe ich es One-Hit besiegt? Ich weiß gar nicht. Lucario meine ich. Ich glaube, das hätte schon ein Problem darstellen können. Auch Togekiss war ein Problem soweit, dass es Aurasphäre konnte.
Das wäre natürlich auch fatal gewesen, wenn da jetzt ein Volltreffer gekommen wäre. Aber es ging, Kryptok war kein Problem. Milotic, ja, der Surfer wäre natürlich auch zu stark gewesen für Lilly. Aber ansonsten war das jetzt verkraftbar. Von Roserade haben wir nicht allzu viel gesehen. Bin ich eigentlich auch froh drum. Aber, ne? Wir haben es ja geschafft. Wie, ist ja egal. Wir haben die Pokémon durchgebracht. Was man leider von Kratos 2.0 und Flame nicht sagen kann. Ich bin gespannt, wegen was diese Pokémon den Kampf verloren haben. Ich bin echt gespannt auf Shanas Aufnahme. Ja, aber wir haben es geschafft, Leute. Und ich überlege gerade, ob wir vielleicht noch den zweiten Durchgang der Pokémon-Liga machen sollten. Ich meine, wir könnten unsere Pokémon auf Level 100 trainieren und dann wäre das kein Problem, aber... das lohnt sich ja auch nicht wirklich und deswegen lassen wir das vermutlich. Da war gerade eine Sternschnuppe, habt ihr es gesehen? Nicht draußen, verdammt, auf dem Bild hier. Ja, deswegen lassen wir vermutlich den zweiten Durchgang der Top 4, bringt ja nichts. Und dann, ja, mal sehen. Was ist das? Ah, ein Magnezone. Okay. Ja, und was wollte ich sonst noch sagen? Eigentlich nicht mehr viel. Danke an alle Pokémon, die es leider nicht geschafft haben, die auf der Box mit dem Namen Friedhof stehen. Und ich glaube, Shana hat unser Shiny immer noch nicht gefunden. Kann das sein? Sie hat mich bisher nie drauf angesprochen. Okay, Ende. Kann ich was drücken? Ja, kann ich. Dann startet das Spiel neu. Ich möchte irgendwo sinnvoll speichern. Ja, ja, ist gut. Und weiter. So, hier sind wir. Kann ich ins Bett gehen? Ich kann tatsächlich ins Bett gehen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Pokémon Platin. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, es geht noch weiter. Nicht mehr viel, aber es kommt noch einiges. Was heißt einiges? Ein paar Dinge kommen noch. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.